Servus zusammen. Hier sind wieder Stefan und Fuxi von Oberpfalz Adventures. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einem neuen Wandervideo. Hier auf unserem YouTube-Kanal. Los geht's wie immer nach dem Intro. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. So, wir sind wieder unterwegs auf dem ersten Kurztrip des Jahres und zwar sind wir dieses Mal in der Schwäbischen Alb unterwegs. Wir sind jetzt hier in Neufen am Wanderparkplatz Schelmenwasen und heute geht's den Premium-Wanderweg hochgekeltert entlang. Ja, was gibt's zu sehen? Natürlich die Ruine Hohen Neufen, ein paar tolle Ausblicke und später geht's auch noch durch ein paar Weinberge. Wir gehen da mal los und ihr kommt natürlich mit. Der Premium-Wanderweg hochgekeltert ist einer von insgesamt 21 Wanderwegen der Hochgebirge. Der Weg ist mit 7,2 Kilometern Länge und einem Höhenunterschied von 354 Metern angegeben. Je nachdem, wie genau ihr die Ruine Hohen Neufen erkundet, kann natürlich noch der ein oder andere Meter hinzukommen. Ansonsten würden wir den Weg als mittelschwer einstufen, da die Anstiege doch relativ steil sind. Gerade wenn es die Tage zuvor geregnet hat, solltet ihr vorsichtig sein, da es doch ziemlich rutschig sein kann. Dies war auch bei uns der Fall. Ansonsten gibt es keine großen Schwierigkeiten. Der Weg ist sehr gut markiert und ein Verlaufen eigentlich unmöglich. Einen Link zur Wanderung auf unserem Komoot-Profil und einen Link zur Homepage der Hochgebirge findet ihr in der Videobeschreibung. Los ging es vom Parkplatz aus steil hinauf zur Ruine Hohen Neufen. Circa 45 Minuten Aufstieg erreichten wir die Festungsruine Hohen Neufen. Die erste Bauphase der Burg fand von etwa 1100 bis 1120 statt und 1140 wird Manegold von Sulmetingen als erster Besitzer von Hohen Neufen erwähnt. In drei weiteren Bauphasen wurde die Burg von verschiedenen Besitzern bis ins 18. Jahrhundert zur Landesfestung ausgebaut. 1796 beschloss der Landtag die Aufgabe der Festung und sie wurde 1801 zum Abbruch freigegeben. Ab 1832 wurde dieser Zerstörung Einhalt geboten und die Ruine gesichert. Am 2. August 1948 ging die Festung nochmals in die Geschichte ein. An diesem Tag fand hier eine Dreiländerkonferenz statt. Die Minister bzw. Staatspräsidenten der Länder Baden, Württemberg und Württemberg-Hohenzollern berieten hier über den Zusammenschluss der drei Länder zu einem einheitlichen Südweststaat Baden-Württemberg. Dieser Beschluss wurde 1952 durch eine Volksabstimmung realisiert. Heute ist die Ruine Hohen Neufen ein beliebtes Ausflugsziel. Es gibt ein Restaurant, einen Kiosk und einen tollen Biergarten. Besonders sehenswert sind die noch gut erhaltenen Kasematten, ein vor Artilleriebeschuss geschütztes Gewölbe und natürlich der tolle Ausblick auf die Schwäbische Alb und den Albtraum.
Nach der Ruine Hohenneufen setzten wir unseren Weg weiter fort und es ging vorbei an einigen tollen Ausblicken. Falls ihr nicht so gut zu Fuß seid oder ihr euch den steilen Anstieg zur Ruine sparen wollt, gibt es in der Nähe auch einen Parkplatz, von dem ihr die Ruine und die Aussichtspunkte ganz einfach erreichen könnt. Ebenfalls in der Nähe befindet sich ein toller Picknickplatz, an dem es sogar Grillmöglichkeiten gibt. Auch wir legten hier eine kleine Pause ein, bevor wir uns schließlich an den Abstieg machten. Schließlich erreichten wir dann die Weinberge oberhalb der Stadt Neufen. Bereits seit dem Mittelalter wird hier Wein angebaut. Erstmals erwähnt wird der Weinbau 1239 und diese Tradition hat bis heute Bestand. 1948 wurde die Weingärtnergenossenschaft Hohenneufen-Teck gegründet, die aus 9 Weinbaugemeinden besteht. Die Rebfläche ist heute zu 50% mit weißen Rebsorten wie zum Beispiel Silvaner und Müller-Thurgau und zu 50% mit roten Rebsorten wie zum Beispiel Spätburgunder und Schwarzriesling bestockt. Durch die Weinberge führen zahlreiche Wege, die zu einem Spaziergang einladen. Von hier hat man auch einen tollen Ausblick auf die umliegende Landschaft und die Stadt Neufen. Nach den Weinbergen neigte sich unsere Wanderung dem Ende entgegen und wir erreichten wieder unseren Ausgangspunkt. Nun wieder ein kleines Fazit zur Wanderung. Eine tolle Runde, die den Namen Premium-Wanderweg wirklich verdient hat. Die Ruine Hohenneufen ist absolut beeindruckend und eine der größten Ruinen, die wir bisher gesehen haben. Auch die Ausblicke sind traumhaft schön. Zusammengefasst eine Wanderung, die wir auf jeden Fall empfehlen können. Für uns ging es nach der Wanderung weiter nach Bad Urach, wo unsere Unterkunft für die nächsten 3 Nächte auf uns wartete.
Dieses Mal hatten wir uns eine Ferienwohnung über Airbnb gebucht. Hier gibt's natürlich wieder eine kleine Roomtour davon. Eine schöne kleine Wohnung mit einem netten Gastgeber, der noch einige Tipps für uns auf Lager hatte. Von unserer Terrasse hatten wir einen tollen Ausblick auf die Ruine Hohen Urach, die am nächsten Tag zusammen mit den bekannten Wasserfällen von Bad Urach unser Ziel sein sollte. Mit einem tollen Sternenhimmel über der Burgruine endete unser erster Tag. Zum Abschluss gibt's jetzt wie immer ein paar Impressionen des Tages. Weiter geht's dann im nächsten Video mit Tag 2 in der Schwäbischen Alb. Darum wie immer, dranbleiben lohnt sich! Danke fürs Zuschauen, sagen Stefan und Fuxi von Oberpfalz Adventures. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Auch über einen Kommentar würden wir uns natürlich sehr freuen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst uns ein Abo da. Und deckt dann die Glocke. Servus und macht's gut, bis zum nächsten Video.